Hey ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zu dem Thema mit einem Mentor richtig zusammenarbeiten. Über Mentoring haben wir schon gesprochen. Sich für eine bestimmte Zeit einen Mentor zu suchen, ist aus meiner Sicht absolut notwendig. Natürlich immer für eine bestimmte Zeit. Und der Mentor muss natürlich einfach schon eine Autoritätsperson sein für euch. Ihr müsst die Person respektieren, ihr wollt diese Person nicht enttäuschen. Und dann kann das unter anderem noch andere Aspekte der richtige Mentor für euch sein. Jetzt muss man natürlich wissen, der Mentor ist natürlich schon weiter wie ich. Der Mentor ist natürlich schon erfolgreicher in dem Lebensbereich, wo wir von ihm lernen wollen, wie wir. Also die Frage ist natürlich schon, jetzt zum Beispiel in einem geschäftlichen Aspekt, den Preis, den er stündlich verlangt, als Stundenlohn, können wir nicht bezahlen. Wir können insgesamt ihm eigentlich wenig bieten, dem Mentor. Und die Frage ist ja dann, wie schaffen wir das, dass es trotzdem eine faire Sache ist, eine faire Zusammenarbeit. Und ich kann euch einfach aus Erfahrung sagen, jeder erfolgreiche Mensch übernimmt gerne ein Mentoring unter bestimmten Bedingungen. Und eine der Bedingungen ist definitiv Respekt. Respekt als Überbegriff, aber Respekt in ganz vielen Aspekten. Respekt in der Kommunikation, Respekt beim Thema Zeit, Respekt in dem Thema Ausführung der Aufgaben, beim Thema Respekt auch richtiges Zuhören, Notieren, richtige Mitarbeit. Ganz viele Aspekte sind beim Thema Respekt notwendig. Und dann ist natürlich wichtig, dass man als Mentee, also als die Person, die gementort wird, dass man hier wirklich auch seine Hausaufgaben macht. Weil ein Mentor investiert seine Zeit meistens kostenlos und der will eigentlich nur respektiert werden und der will, dass man umsetzt. Ja, ein Mentor ist nicht mal so sehr am Anfang interessiert an Ergebnissen, sondern ein Mentor will einfach sehen, dass man umsetzt, dass man eben nicht in Frage stellt. Und vor allem, dass man nicht 3, 4 verschiedene Mentoren parallel hat. Sondern wenn man sich für ein Mentoring entscheidet, dann ist es extrem wichtig, dass man sich für eine bestimmte Zeit für einen Mentor entscheidet und dann aber auch konsequent alles umsetzt, was er empfiehlt und bespricht, ohne zu hinterfragen. Weil wenn ihr euch für einen Mentor entscheidet, dann wisst ihr ja, für was der steht, was der gemacht hat. Dann wisst ihr also, dass es drauf hat. Und hinterfragen wäre respektlos seiner Zeit gegenüber. Natürlich kann der Mentor die Sachen begründen, aber zu hinterfragen wäre respektlos. Vielleicht am Ende kann man sich ein paar Dinge notieren, die einfach Klärung bedürfen. Und von daher denke ich, ihr Lieben, Mentoring ist eine super Sache. Mentoring ist extrem wichtig. Die Frage ist halt, okay, bringst du den nötigen Respekt mit, damit ein Mentor wirklich auch mit dir langfristig arbeitet? Ein großer Punkt ist einfach auch die alltägliche Umsetzung der Tipps und der Dinge, die man besprochen hat. Und dann aber auch, wenn man Fragen hat oder Problemstellungen hat, dass man immer und immer, 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 immer Lösungsvorschläge mitbringt. Nicht nur die Frage mitbringen, sondern immer und immer 1, 2 Lösungsvorschläge. Das ist mein Take zum Thema Mentoring. Ich freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal, euer Christian. Ciao, ciao.